Tod! Der arme Mann ist heute Morgen von uns gegangen. Ja, etwa vom Dach runtergefallen. Also, den zu haten sind wir leider noch nicht bekannt. Vielleicht weiss ich, ist er friedlich eingeschlafen. Ja, immerhin. Das ist doch tröstlich. Er hat nicht müssen leiden. Boah, der Gestank weckt Tote. Wie bitte? Ich wollte sagen, in diesen Sack gehört kein Brot rein. Max! Max, was ist da eigentlich passiert? Der Vater von dem Mann ist heute Morgen von uns gegangen. Es ist nicht anders gegangen. Der Vater von Max Appenzeller? Das verstehe ich jetzt nicht recht, Herr Märki. Dann sind wir schon zu zweit. So, wenn es recht ist, würde ich den Verstorbenen jetzt gerne auf dem Esszimmertisch aufbauen. Hätten Sie mir noch ein Tuch? Ja. Ich finde die Tischtücher im hintersten Kasten, aber nehmt doch hier die Kleidung an, von noch gerade mit. Seid so gut. Gerade hier hinten. Der links, ja. Der Vater von Max Appenzeller. Sie haben mir vorher aber gerade gesagt, das sei der Herr Bachmann, Ihr Vermieter. Ja, also ich werde jetzt nicht ganz ausschließen, dass ich irgend so etwas Ähnliches könnte gesagt haben. Und wie kann der Herr Bachmann an Max Appenzeller sein Vater sein? Ja, richtig. Max! Erklär uns das! Ja, es wird dann ganz schlecht von diesem Saufrass. Herr Appenzeller, wie kann der Herr Bachmann Ihren Vater sein? Ja, wo soll ich jetzt anfangen? Bei den Bienen und bei den Blümchen. Also mein Vater, der Holzfäller, der hat seinen Job an die Borkenkäfer verloren. Ja, da ist halt eine grosse Not ausgebrochen und die ganze Familie hat ganz tief unten durch müssen. Schmalhans war Küchenmeister. Ja, und in der grössten Not haben halt meine Eltern beschlossen, dass sie mich zu Pflegeeltern geben. Zu Bachmanns. Dann war also der Herr Bachmann Ihr Pflegvater? Ja, mütterlicherseits. Ja, mit dem Fall. Dann sind heute am Morgen also beide, Ihr Lieblich und Ihr Pflegvater, gestorben. Ja, ganz genau so ist es. Der Benny Appenzeller oben in der Mansarde und der Kurt Bachmann hier. Wie ist denn Ihr Lieblich Vater? Der Holzfäller gestorben? Der ist ab dem Baum runtergefallen. Ja, der hat dem falschen Ast gesagt. Jesus, nein! Zwei Väter an einem Tag? Ja. Das ist gerade ein bisschen Vatertag, hä? Ja, es ist tragisch, aber jetzt kann der Herr Bachmann neues Formular eben nicht unterschreiben. Ja, das ist wirklich sehr ärgerlich. Ja, also er hat es ja nicht extra gemacht. Also, es tut mir im Fall wahnsinnig leid, aber jetzt müsst ihr mit leeren Händen ins Amt zurück. Aber nein, Frau Bachmann kann ja mein Formular unterschreiben. Jetzt muss die auch noch drunter leiden. Moment. Soviel ich weiss, haben sie die Mansarde vom Ehepaar Bachmann gemietet. Dann kann mir ja auch Frau Bachmann bestätigen, dass sie sich seit 2 Jahren mit ihrer Gicht oben rumquälen. Ah, aber das von der Gicht habe ich in dem Fall nicht allen Leuten erzählt. Ist Frau Bachmann rum? Nein. Entschuldigung, hat jemand den Herr Bachmann gesehen? Wer will das wissen? Mein Name ist Trost. Dr. Emanuela Trost. Doktor? In dem Fall schläft er. Es ist so, eine schwere Tür hat ihn am Kopf getroffen. Aha, so ist das passiert. Haben Sie ihn gefunden? Oh! Jetzt schau auch hier.
Du bist auch! Ich kann mir jetzt gerade an überlegen, wer das du gsi bist. Nelly, wir sind im Fall nicht alleine. Warum hoppisch du? Ich hicke ja gar nicht. Was soll denn der Schock? Nichts. Ja, weißt du, sie plagen mich halt wieder einmal. Wer plagt dich? Seine Gicht. Danke, Frau Abächerli. Gicht? Ja. Und es tut im Fall wahnsinnig weh. So eine Seich. Du hast ja gar keine Gicht. Wie bitte? Ja, das ist eben genau die richtige Einstellung. Positives Denken. Der Geist siegt über den Körper. Ja, ich sage mir das im Fall jeden Tag. Ich hab keine Gifte, Also hören Sie mal. Soll ich euch zu einem passenderen Zeitpunkt noch einmal kommen? Ja, also jetzt wäre vielleicht für alle ein passender Zeitpunkt, um später noch einmal kommen. Habe ich denn nicht gesagt, du sollst verduften? Ich glaube aber, er hat im Moment hier noch zu tun. Was machen Sie da? Ich bin... Sie ist im Fall die Frau, die vorhin hier im Esszimmer... Im Esszimmer war eingesperrt. Genau. Und wer sind Sie? Sie ist eben die, die vorhin in der Küche eingesperrt war. Ja. Ja, heute haben wir es halt gerade ein bisschen vom Einsperren. Ja. Die einen heute, die anderen morgen. Ja. Sechs wie es will. Jetzt, wo wir einander kennen, jetzt machen wir uns auch noch einmal ein Käferli. Du bleibst da! Also ich würde es enorm wichtig finden, was... Und Sie hocken ab! Unter dem Aspekt. Also nochmal, Sie sind die, die vorher in der Küche... Ja, und? Dann sind Sie also seine... Ja. Aber die sieht doch gar nicht so aus, so jung. Die ist geliftet. Von wo haben Sie es? Seht ihr? Hier am Kinn labert es schon. Läng mich nicht an! Hysterischer Godzilla? Wie bitte? Nymphomanisches Monster? Godzilla? Nymphomanisch? Ums Gottes Willen, nichts verstehe ich. Du gehst mir langsam aber sicher auf den Wecker. Verschwind jetzt. Ich will jetzt mit meinem Mann reden. Ja, das würden wir doch alle gern. Aber eben, wem die Stunde schlägt. Genau, wer den Hund schlägt. Ja. Wie gern würden wir doch jetzt noch einmal alle mit ihm reden. Ein paar letzte Worte. Oh, wie schön wäre doch das. Gell, das wäre Labsal für unser Gemüt. Ja, das wäre es wirklich. Aber eben, es labt halt einfach nicht. Von wo redet ihr eigentlich? Benny? Genau, vom Benny Heimers, von dem armen Benny. Was ist jetzt mit dem Kaffee? Also mir würde es wirklich nichts ausmachen, wenn ich könnte zu einem... Hocken Sie ab! Unter dem Aspekt natürlich. Also, mit dem Kaffee rutscht doch die Küchentüche viel besser. Ich will ihn endlich los haben. Wer? Der Benny natürlich. Tun Sie sich nicht versündigen. Meinst du nicht, wir sollten ihn rein anstandshalber noch ein Zeitchen bei uns behalten? Nein, es macht mich krank, wie der hier im Haus umeinander geistert. Und wie er nicht mehr geruch. Wie können Sie auch so etwas sagen, gute Frau? Ich bin nicht Ihre gute Frau. Meine Geduld ist das Ende. Wenn der Kiffer nicht augenblicklich verschwindet, dann rühre ich ihn eigenhändig zum Haus aus. Haben Sie denn eigentlich überhaupt kein Mitgefühl? Für was? Für den armen Benny? Ja, auch noch. Ich
Ich habe heute einen schlimmen Tag. Und? Was macht der? Hä? Er fuhlt hier im Haus umeinander. Und verpestet die Atmosphäre. Also nein. Da verschlägt es einem ja wirklich die Sprache. Ja, tatsächlich. Ich habe lang geschwiegen, nichts gesagt und auf die Zähne gebissen. Aber genug ist genug und ich habe jetzt genug. Seit Wochen lungert der hier in unserer Wohnung umeinander. Er zahlt keine Miete. Er hockt an unserem Esstisch. Er liegt auf unserem Sofa. Ich gehe jetzt Kaffee machen. Das hätte ich jetzt auch nichts dagegen. Es hat übrigens auch noch einen feinen Weissen im Kühlschrank. Ist es für Alkohol nicht noch etwas zu früh, Herr Appenzeller? Ja, wir wissen schliesslich nie, wenn es nicht plötzlich zu spät ist. Kommen, Frau Abbecherli, wir gehen uns schnappen. So, Adeli. Warum sucht eigentlich die mich? Die sucht ich gar nicht. Aber warum sucht die mich? Ich? Ja. Tue ich nicht. Ihr habt doch vorhin gerade nach dem Herrn Bachmann gefragt. Ja, und Frau Abbecherli hat nach der Frau Bachmann gefragt. Und Sie sind nicht der Herr Bachmann, den ich suche. Eben, und du bist eben auch nicht die Frau Bachmann, die die Abbecherli sucht. Ja, heissen Sie auch Bachmann? Ja. Ja. Unter dem Aspekt. Also, die Abbecherli ist die vom Gesundheitsamt, oder? Ja. Die den ganzen Morgen wegen der Vogelgrippe gespritzt hat? Ja, ja. Ja, in dem Fall. Und was ist das? Yes! Nein! Der Bachmann! Was ist denn mit dem passiert? Ja, eine Türe hat er breit. In der Unterwäsche? Ja. Wieso? Hast du etwa keine Ahnung? Auf jeden Fall war er schon in dieser spärlichen Bekleidung, als ich gekommen bin. Ja, er hat sich eben gerade ein anderes anlegen. Er hat sich etwas Passendes von mir entlehnen. Aha. Etwas von deinen Sachen? Hey ja, ab und zu hat er eben auch mal das Bedürfnis, sich ein bisschen zu teilen. Erspar mir deine Details! Aha, in dem Fall muss das der Onkel Otti sein. Natürlich ist da der Onkel Otti. Sehr gut. Sag mal, schämst du dich überhaupt nicht? Ich? Schämen? Wieso? Ich hätte mir ja können denken, dass so etwas dahinter steckt, wo du aufgehört hast, Pfeife räuchern. Frau Bachmann, die Kausalität zwischen dem Zustand von ihrem Mann und dem Pfeifrauchen vom Onkel Otti, das ist keinesfalls kongruent. Allerhöchstenfalls diametral. Der Onkel Otti hat nie Pfeife geräucht. Nie. Ja. Aber jetzt geht eindeutig die Fantasie mit der Tür, he? Ja, und Judith hast auch noch. Du Grüßu! Mannschaftssport, he? Zuerst ein bisschen Judith und dann duschen. Also wirklich, also das wird jetzt wohl nicht verboten sein. Das machen ja Hunderttausende in der Schweiz. Ich denke auch, dass es also da jetzt nicht von Relevanz ist, ob der Onkel Otti einen geshootet hat oder nicht. Der Onkel Otti hat nie geshootet. Aber Sie sind schon sicher, dass Sie ein Bachmann sind? Ja! Dann macht sich jetzt hier doch eine gewisse Konfusion langsam, aber sicher breit. Sag mal, wie hast du mir das antun können?
was antun? Was meinst du eigentlich, wenn man sich da als Frau fühlt? Wenn man so etwas herausfindet? Ja, aber sag doch mal, was hast denn du herausgefunden? Das fragst du noch, du Tunte! Wir werden so weit. Wo ist der Herr Appenzeller? Der Jung, meine ich. Der ist gegangen. Und ihr könnt jetzt im Fall auch gerade gehen. Ja, noch nicht ganz, nein. Ja, hat der Onkel Lotti noch einen Bruder? Ja, er hat einen Zwillingsbruder gehabt, den Benny. Dann könnte jetzt das langsam aber doch in Richtung langsam aufgehen. In dem Fall ist das der Zwillingsbruder gewesen, wo Pfeifen geraucht und gejutet hat. Und jetzt brauche ich einen grösseren Block, das ist alles. Und was wollt ihr eigentlich noch da? Von innen will ich gar nichts. Ich bin wegen Herrn Appenzeller gekommen. Wegen? Sicher, wegen dem Telefon von heute Morgen. Ach so, wegen dem Telefon von heute Morgen. Sie müssen entschuldigen, wenn ich etwas unhöflich war. Hey, ja. Sie halten dich doch ganz sicher nicht für unhöflich. Ja, auf jeden Fall freue ich mich, Sie doch endlich einmal dürfen zu sehen. Also. Ja. Er hat doch so viel von Ihnen erzählt. Und das ist jetzt so eine nette Überraschung. Nein, das ist jetzt so nett. Ja. Ich glaube, Sie... Morgen, das ist so nett. Das ist ja Sinni, weisst du. Das ist so nett. Jetzt ist mir natürlich alles klar. Sie sind Sinni. Ja, das ist sie doch. Es ist so nett, Sie einmal zu treffen. Also ich... Ja, gell, so wahnsinnig. Was ist nett? Wir haben doch beide gesagt, wir sehen sie erst am Freitag. In der Kirche. Ach so, am Freitag in der Kirche. Ja, ich werde leider nicht kommen können. Was nicht? Ja, ich habe schon etwas anderes vor. Ja. Weiss das der Benny? Ja, nein, wieso? Sie wollen mir jetzt sagen, dass der Benny noch gar nicht weiss, dass Sie am Freitag nicht in die Kirche kommen. Ja. Meinen Sie, wir müssten es sagen? Nein, nein. Das ist sicher nicht nötig. Nein, er merkt es ja dann schon. Natürlich ist das nötig. Wieso? Wieso? Da halt man um. Wer? Der Benny natürlich. Der Benny ist gestorben. Aus, vorbei. Was? Aber auch. Wie kann man um? Dass jemandem so tätsch ans Gesicht rauszuzeigen. Nein! Also, weisst für die einen ist er gestorben und für die anderen gibt es ein Wiedersehen. Irgendwann nach der Auferstehung. Also, ich muss ja sagen, Sie sind schon mehr als nur unhöflich, hä? Ja, ich? Also, gestern hat man ihm noch Liebe und Treue geschworen. Bis in alle Ewigkeit. Und heute heisst es kalten Arsches, gestorben, aus vergessen. Ja, aber es ist doch so. Aha, wahrscheinlich hat sie schon einen neuen. Der Herr Merki. Aha, Merki heisst er. Sie, also ich bin nicht hergekommen, um mich so Beleidigungen zu lassen von Ihnen. Hey, der geht doch am besten gerade mal in den anderen her. Was schreckliches Weib, du. Unsympathisch auf den ersten Blick. Die soll verschwinden. Der ganze Haufen soll verschwinden. Aber ZZ? ZZ? Ziemlich zügig. Frau Bachmann, wäre es nicht eher opportun, wenn ich noch einmal vorbeikomme, wenn sich alles etwas beruhigt hat? Nein! Ich will diese Sache jetzt, heute noch geklärt haben. Kurt, wir müssen reden miteinander.
Müssen wir das? Müssen wir das? Ja! Über deine Mutter. Meine Mutter? Ja! Und über ihre Grossen bereist! Entschuldigung, Frau Bachmann! Ist mein Kostüm schon da? Hey! Vom Klotten! Komm, hey! Reiß dich zusammen! Komm, aufwachen! Penny! Komm! Der Benny ist im Fall schon lang tot. Der haut Max, du Sohn von Benny, komm jetzt! Ich bin beschäftigt. Ich schenke Weisswein. Noch mal ein Augenblick, Frau Abwärterin! Nein, darf ich mal ein Flöckchen, ja? Röstli! Hey, der Unklotti ist auf der Stange! Was? Oh, ist er jetzt ein Zombie? So, komm, Unklotti, hallo, aufwachen! Oh, ich muss ins Bett. Oh. Hey, reiss dich! Hey, aufwachen! Nicht schnapp machen, weiterleben! Hey! Hallo! Hey! Was um alles in der Welt machen Sie hier mit dem Herrn Bachmann? Dass er ein bisschen Farbe ins Gesicht bekommt. Der Max hat eben gemeint, er sei so bleich im Gesicht. Wollten Sie das nicht gescheiter am Herrn Graber überlassen? Au! Mal! Jetzt muss ich da, habe ich noch ein anderes Problem. Aha, jetzt hat er schon ein paar Flaschen Weiss im Keller. Sehr aufmerksam, aber ich muss jetzt die Frau Schäbeli Marktaler anrufen. Was wollt ihr jetzt die auch noch mit dieser ganzen Sache belästigen? Wenn Frau Bachmann nie aufzutreiben ist, muss ich das auf einem Amt korrekterweise schon melden. Das wird nicht nötig sein. Weil unsere Vermieterin ist in einer Viertelstunde da. Sind Sie sicher? Ja, da bin ich sogar sehr sicher. Ja, sie hat nämlich noch Wäsche. Apropos Wäsche. Ihre Wäschmaschine. Die rumpelt bedenklich. Wahrscheinlich Trommeln. Hallo? Ich sehe das, ich habe eine wahre Expertin vor mir. Ja, sag ich dir mal, wollt ihr euch die Maschine mal ein bisschen genauer anschauen? Darf ich? Ja, aber sicher, Frau Becherli. Jetzt komm ich aber, du Luder! Sag mal, wie soll jetzt eigentlich die Abächerli deine Frau treffen? Du bringst Nelly nie dazu, dir zu helfen. Das weiss ich, denke ich selber. Darum müssen wir ja den Onkel Notti reaktivieren. Weisst du? Wir legen dem einfach... ...so eine blonde Perücke und ein Umstandskleid an. Und verkaufen als Frau Bachmann. Der Onkel Notti als deine Frau? Nein, natürlich nicht meine Frau. Ich bin ja der Merki. Nein, der Onkel Notti spielt mit Frau Bachmann. Ja, aber das ist Wahnsinn. Komm, Onkel Notti, aufwachen. Du, er wacht nicht. Wo haben wir den Salmiak geist? Haben wir kennen. Aber ich dachte, vielleicht gehe ich es mit dem hier. Das ist Katzenstreu von gestern. Das ist auch einer von vorgestern. Hey. Oh.
jetzt um die Lotte. Und hoppla! Himmels Wille! Was machen Sie da? Wir haben eben gerade gemeint, dass Sie sich übergeben müssen. Bitte Sie, ein Verstorbener. Wir haben alles vorbereitet und bitten jetzt friedlich auf den Esszimmertisch. Ja, nein! Ihr könnt auch nicht dort drüber tun. Warum nicht? Ja, weil Frau Appenzeller heute Abend noch ein paar enge Freunde zum Nacht eingeladen hat. Ja, das würde doch dann schon etwas komisch aussehen, wenn der Herr Appenzeller heute auf den Esszimmertisch legen. Gut, in dem Fall glaube ich, wäre es für alle Beteiligten die beste Lösung, wenn ich den Verstorbenen mitnehme. Nein! Meine Herren, ich bitte Sie! Nein, also ihr dürft mein Papi unmöglich jetzt mitnehmen. Also sicher nicht, bevor sich nicht die ganze Familie können verabschieden von ihm. Zum Beispiel... Schwester Rosmarie. Schwester Rosmarie. Der Bruder Albert. Der Bruder Albert. Das Grossi Anna. Hasi Anna. Ja, es war eben sein letzter Wunsch, hier oben in seinem alten Zimmer aufgebaut zu werden. Ja gut. Dann bringe ich alles über rauf. Ja, sehr gerne. Salut! Salut! Wie geht's dir ab, Salut? Das bringt nichts. Der Onkel Notti, der kann niemals deine Frau spielen. Ja, ich glaube, da hast du recht. Die Idee, dass der Onkel Lotti schnell spielt, die müssen wir auch tatsächlich aufgeben. Gott sei Dank. Ja, viel die bessere Idee. Du wirst die Aufgabe übernehmen. Gut, ich bin so froh. Was? Ja, vorwärts, keine Zeit verlieren. Leg hier die Lumpen an, dann kennt die Tabächer ganz sicher nicht mehr. Das ganz abgesehen davon, die hat ja schon fast eine ganze Flasche Weissen in Tuss. Nein, also so etwas kannst du nicht verlangen von mir. Nein, hör auf. Gut! Ja, Schätzchen. Frau Dr. Trost wird mit uns zwei reden. Ah, ja. Im Schlafzimmer. Ja. Jetzt! Obwohl ich ja eigentlich vorgeschlagen habe, dass ich zu einem passenderen Zeitpunkt noch einmal vorbeikomme. Jetzt! Aber wir haben im Fall noch Gäste. Sie haben immer noch Gäste. Jetzt! Natürlich. Ich warte noch genau 5 Minuten und dann rühre ich die ganze Bande da zum Haus aus. Ja, ist im Fall schon gut. Weißt, der Benni hat sowieso gerade wollen gehen. Gell, Benni? Du hast mir etwas Bequemeres wollen anlegen. Oder die überfälligen Mieten zahlen. Dein Wille geschehe. Raus! Ich weiss zwar nicht, wer Sie sind, aber Sie machen mir die Arbeit auch nicht gerade leichter. Ich bin Benni Appenzeller, seine Vermieterin. Dann beruhigen Sie sich, der Benni ist nicht mehr lange da. Ist das ein Wort? Ein gutes Wort. Woher wollen Sie mit dem Zeug? Ich erfülle seinen letzten Wunsch und mache ihn fertig. Wir sind gerade so weit. Ich hoffe nur, der junge Appenzeller schafft es. Weil ich glaube, der Schock sitzt tiefer, als er es zugeben will. Ja, auch ein Fulltäufer. Welcher Schock? Was ist passiert? Nichts, was dich interessieren könnte. Herr Appenzeller, sein Vater ist gestorben. Dumme Schnorri! Ja, es ist eben ganz plötzlich gekommen. Heute am Morgen. Aber der Benni hat kein Wort gesagt. Nein, weisst du, ich denke, die Schreckensnachricht, die hat ihm sicher gerade auf die Stimme geschlagen. Oh je, ja, aber wer sind denn eigentlich Sie? Mein Name ist Graber, Bestattungsinstitut Graber und Sohn. Ich bin der Sohn vom Sohn. aber ist er eigentlich dann gestorben? Herr Appenzeller? Rachitis. Rachitis? Ja, es ist ganz plötzlich gekommen. Aber mit Rachitis muss er schon länger im Bett gewesen sein. Ja, ist er auch schon wochenlang.
Aber jetzt haben sie gerade gesagt, es sei plötzlich gekommen. Ja, wisst ihr, es ist so. Also, mit der Rachitis, ja, da hat er ja schon eine Ewigkeit um den Doktor. Ja, und jetzt ist eben plötzlich noch Diphtherie dazugekommen und Hepatitis und Vogelgrippe. Aha. Darum war das Gesundheitsamt den ganzen Morgen da gewesen. Ja, richtig. Ja, und nachher ist es eben ganz plötzlich gekommen. Ruckzuck, das Herz nicht mehr wollen, fertig, aus. Aber wo ist er denn jetzt? Wo ist wer? Der Rappenzauer. Ja, er ist da. Da? Ja, ja, weisst du, er ist da. Da! Da, also. Sein Geist ist einfach überall. Merci bestens, Herr Graber, für den sehr tröstlichen Gedanken. Ich meine eben, wo ist die Leiche? Ja, da. Das ist ja der Onkel Notti. Nein. Der Onkel Notti, der ist schon lang. Hey, das hier, das ist jetzt der selige Herr Appenzeller. Ja, er ist natürlich heimgegangen. Also, mir hat niemand gesagt, dass es Diphtherie und Hepatitis war. Das ist hoch ansteckend. Macht nichts, wir sind alle geimpft. Sie versteht mich nicht, das ändert doch alles. Bei hoch ansteckenden Krankheiten muss der Leichnam sofort zur Autopsie geschickt werden. Autopsie? Ja, umgehend. Hey! Leg mir was Schickes an. Was hast jetzt du gesagt? Reden wir jetzt von meinem Schicksal? Nein. Hey, Onkel Notti, so geht das im Fall nicht weiter. Wir müssen dich aus dem Verkehr ziehen, und zwar schleunigst. Aber woher komme ich mit dir? Über Ruhe? Nein. Ins Esszimmer geht nicht, in die Küche geht nicht. Ja, Gottfried, woher gehen wir denn mit dir? Ja. Oh, oh. Oh, oh. Das könnte passen. So, auf geht's, Onkel Notti. Hoppla! Und, oh! Auf geht's, ich haste! Also, Herr Merki. Herr Merki, ich glaube, Ihre Waschmaschine geht den Geist aus. Macht nichts. Schau, mit wie viel Locken. Dann kann man auch ein Waschmaschine rausnehmen. Also, Herr Merki, Sie würden besser den Rappenzeller da wieder rausnehmen. Nein. Der soll sich einfach ein bisschen daran gewöhnen. Hey, Frau Adächerli, wir schauen weg der Waschmaschine. So, alles fertig. Oh, Frau Weiss, würden Sie mir helfen, ein paar aus dem Auto holen? Ja, nur einen Moment, ich komme gerade. Guten Morgen. Kann ich nicht sagen. Sind Sie der Herr Martin? Nein. Bachmann? Nein. Appenzeller? Nein, Graber. Söveli, Martaler ist mein Name. Frau Zöveli. Martaler? Ich bin Vorsteherin vom Sozialamt. Ich vermute, unsere Frau Abächerli ist den ganzen Morgen da gewesen. Abächerli? Sie ist wegen Herr Merki hierher gekommen. Ah, der Herr Merki ist in der Küche mit der Frau vom Gesundheitsamt. Ach, Frau Weiss, auch da. Nicht lange rumgefetteln. Habe ich einfach den Daumen aufgemacht. Herr Merki. Herr Merki, es ist gerade die Dame gekommen, die schon lange mit Ihnen möchte reden. Endlich! Wir gehen schauen, ob wir einen grösseren Sarg finden. Ja, mach ich das. Einfach drauf bleiben. So ist gut. Nicht bewegen. Ha 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 ha
sieht im Bau bombastisch aus. Also, du machst es im Fall grossartig. Also, auf den ersten Blick wäre ich im Fall nie drauf gekommen. Auf was? Benni, jetzt kann ich nicht mehr gehen. Aber sag mal, meinst du nicht, die Pumper sind gerade ein bisschen übertrieben? Oh, noch etwas. Kann der Joni jetzt noch an die Leute her, gell? Man sieht ja schon noch ein bisschen Bart doppeln. Herr Merki! Es ist auch krass, das ist ja gerade wie echt. Gern mit der Hang am Puls von der Zeit. Das kann ich gut merken, spüren. Frau Obecherli, können Sie mir erklären, warum Sie nicht zu den Zähnesetzungen erschienen sind? Warum wir den ganzen Morgen kein Wort von Ihnen gehört haben? Warum Sie da immer noch in diesem Haus rumschwirren? Und warum Sie eine halb leere Flasche Wein mit herumtragen? Nicht zu viel Fragen aufs Mal, Frau Zöbeli. Zöbeli! Mortale! So viel Zeit muss sein! Herr Bachmann, ich habe den Haushalt hier schon lange im Auge. Merki ist mein Name. Aber das ist... Herr Merki halt! Das ist erstaunlich, dass dir das hat. Jawohl! Und ich bitte Sie, zu Ihrem Vorteil, meine Untersuchungen nicht weiter zu behindern. Frau Abächerli, haben Sie jetzt die Unterschrift können nachholen von dem Bachmann? Nein, noch nicht. Warum nicht? Er war nicht da gewesen. Wo ist er? Tot. Tot! Ja, sehr richtig. Der arme, alte Herr Kurt Bachmann ist leider heute Morgen verstorben, noch bevor er euer Formular konnte unterschreiben. So? Ja, aber nur keine Angst. Frau Bachmann ist bereits avisiert und schon unterwegs für die Unterschrift zu leisten. Ihr seht also, ihr könnt mit ruhigem Gewissen wieder zurück in euer Amt gehen. Frau Abächerli macht das im Fall alles bestens. Herr Merki, ich kann es nicht so gern, wenn man mit mir rumgeigelt. Ja, das habe ich schon mal gespürt. Mit der Frau Abächerli können Sie vielleicht das Krämpfchen riskieren. Ja, die, so ist das gar nicht. Aber ich bin nicht so leicht zu befriedigen. Ja, das... also, das kann ich mir lebhaft vorstellen. Wenn dann Frau Bachmann kommt, wird sie mir ein paar sehr direkte Fragen zu ihren vielen Untermietern müssen beantworten. Ja, Frau Bachmann wird sehr glücklich sein, wenn sie euch helfen kann. Wo sind überhaupt all die Untermieter? Wenn man denkt, wie überbevölkert das Haus ist, ist es da innen beängstigend ruhig. Ja, wisst ihr, wir sind halt schon in der ruhigen Gemeinschaft. Und zwei davon sind heute am Morgen gestorben. Sehr richtig, Frau Abächerli. Danke, Frau Abächerli. Wie das? Der Benni Abitzauer und der Kurt Bachmann. So? Der Benni Abitzauer ist vom Baumhauer nebengekehrt. Und der Kurt Bachmann von einer Tür getroffen. Hat es auch geheißen.
Und wo ist Frau Appenzeller? Die Witwe von Benny Appenzeller. Die hat man vorsorglich eingesperrt. Ja, seit die vernahm hat, dass ihr Mann gestorben ist, hat sie einen kleinen Schuss. Ja, ja. Die verreist im Fall vorher. Und verkehrst eine Bodenlampe. Du kommst jetzt sofort rein. Achtung, das ist sie. Wer ist die dort? Die Frau dort. Aber Frau Bachmann, ich glaube nicht, dass das jetzt die richtige Atmosphäre ist für ein intimes Partnergespräch. Hacken Sie ab! Natürlich! Eben, weißt du, die Frau da, die gehört zu der Frau Abächerli. Der Frau, die vorhin im Messzimmer eingesperrt war. Haben der nicht langsam, aber sicher genug gespritzt für heute? Hey, die raus! Sie, was fällt denn überhaupt ein? Müsst im Fall viel mal entschuldigen, Frau Zöbeli, Martha. Aber bitte berücksichtigen doch, dass die Frau heute ganz schweren Tag hat. Ja, ihre arme Mann. Was ist mit meinem Mann? Wir sind alle ganz einfach traurig. Was ist traurig? Was mit ihrem Mann passiert ist? Sie haben unser Mitgefühl. Ja, wissen Sie denn, was mit Ihrem Mann passiert ist? Frau Abächerli hat mir es erzählt. Die weiss das auch schon? Was ist das? Warum wissen Sie das? Der Herr Bachmann hat uns heute Morgen aufs Amt angerufen. Und hat es uns erzählt. Timus Willen, haben denn das alle müssen wissen? Sag mal, ist dir eigentlich scheißegal, was die Leute denken? Aber so ein Outing kann man auch. Also, mein Großvater hat ein ganz ähnliches Schicksal gehabt. Aber ausgerechnet mein Mann. Statistisch gesehen kommt das relativ häufig vor. Sehen Sie, Frau Bachmann, alle nehmen das ganz natürlich. Niemand ist geschockt. Je schneller Sie sich damit abfinden, desto besser. Er ist jetzt in besseren Händen. Nein! Was? Jetzt reg dich doch wieder so auf. Wie kannst du noch so etwas sagen? Du alte Schwuchtel! Alt? Schwuchtel? Also Sie, müssen wir denn schon noch ein paar Sachen erklären? Onkel Atti! Onkel Atti? Onkel Atti! Onkel Atti? Also jetzt brauche ich auch einen Schluck Weissen. Was geht das, wenn es fertig ist? Wir bringen den Leichnam weg. Welcher Leichnam? Für die Autopsie. Welcher Leichnam? Der Benny Appenzeller, der gestorben ist. Da haben wir ihn ja. Die Gesundheitsamt sieht das jetzt sicher nicht so gern. Welche Frau von welchem Gesundheitsamt? Frau Abächerli, was ist da heute Morgen vor sich gegangen? Wenn Sie einen Bericht? Nein, bei ihr vorwärts. Also. Merken Sie nicht, ich ist auf dem Existenzminimum. Und Stiefmutter bekätschert als Ergänzungsleistung von den Lümpfen. Weil der Max am Flexon vom Hausfahrer sein Klavier versteckt hat, ist auf dem Dachkörper dann noch da alle ja schon vom Zulassen. So, vorwärts, gehen wir. So,
Er nimmt jetzt alles in Kopf beißen. Hey, was mach ich dir da? Halt! Da bleiben! Herr Märchen! Ich habe Ihnen doch gesagt, dass der sterbliche Teil vom Herrn Appenzeller wegen dieser ansteckenden Krankheit zur Autopsie muss. Was für eine Krankheit? Ihr habt gemeint, der Herr Appenzeller sei vom Baum oben runtergefallen. Nein, nein, es war Hepatitis und Diphtherie. So, jetzt lassen Sie los, Herr Märchen. Nein, ich lasse nicht los. Wisst ihr, er ist eben wegen der Diphtherie vom Baum oben runtergefallen. Ja, sie sind ganz trümmelig geworden, im Baum mitgeflogen! Herr Märchen, sind Sie vernünftig? Wir müssen Herrn Appenzeller zur Autopsie ins Spital bringen. Er will aber nicht ins Spital! Und nachher ins Krematorium! Nein! Also, Herr Märchen, Sie sollten das wirklich an Herrn Graf rüberlassen. Sind Sie so gut, Herr Märchen? Frau Abächerli, würden Sie bitte an Frau Zöbeli-Wartaler unsere Waschmaschine zeigen. Mich interessiert Ihre Waschmaschine aber gar nicht. Muss sie zuerst wieder handgreiflich werden? Nein, sie widerlich sie! Also, Herr Märchen! Hey, halt! Nicht abfahren! Lass bleiben! Verletzen, los! Hand weg, Herr Märchen! Dann gehen wir nicht zum Haus aus! Ja, wir reifen dann hier oben an! Der will jetzt noch nicht gehen! Ich habe Ihnen gesagt, dass die Leiche fort muss. Jetzt schau ich den Mann an. Das ist doch weiss Gott. Keine Behandlung bei so einem Verstorbenen von eurem Institut da verraten. Also Herr Märchen. Was? Ja, Herr Appenzeller. Wo liegen? Oje, oje. Nein, also, wie ihr mit eurer Kundschaft umgeht, das ist ja wirklich gefährlich. Ich versuche nur meine Arbeit zu machen. Ja, und jetzt längst. Die sind entflohen. Das könnte ich gar nicht sagen, jetzt können Sie da weg. So, vorwärts, marsch! Herr Bernd, ich habe nicht gewohnt, stundenlang zuzuschauen, wie Frau Abächerli an ihrer Waschmaschine rumnäckelt. Ja, natürlich nicht, Frau Zöbeli. Zöbeli? Wartaler, so viel Zeit muss sein. Hallo! Ja! Komm ich nur rein, Frau Bachmann! Wir haben gesagt, dass. Wir haben gesagt, dass eine Frau am Echerli hier auf mich wartet. Eins nach dem anderen. Darf ich vorstellen, das ist meine Vermieterin, Frau Bachmann. Endlich! Und das ist die Vorsteherin vom Sozialamt, Frau Zöbeli Martaler. Herr Märchen, jetzt ist passiert. Ich hoffe, Sie haben noch Garantie drauf. Nein, habe ich leider nicht, aber dafür habe ich eine gute Nachricht. Meine Vermieterin ist eingetroffen. Ach, Gott sei Dank. Wir wollen Sie nicht lange aufhalten, Frau Bachmann. Wir wissen, dass Sie zurzeit alle Hemdfälle zu tun haben. Ja, sag ich nicht. Kochen, waschen, putzen, glätten und shoppen für die Kinder. Vorbereitungen für die Beerdigung von eurem Mann. Oh ja. Oh ja! Wie gesagt, wir wollen nur, dass Sie unser Formular unterschreiben. Aber wo habe ich es jetzt schon wieder? Das habe ich es doch vorher noch gehabt. Machen Sie vorwärts, Frau Abächerli. Wo haben Sie denn die Unterlagen? Auf dem Dach. Ich habe es auf dem Chemielolicken, wo ich den verstorbenen Herrn Bachmann suchen will. In dem Fall brauchen Sie mich ja nicht mehr. Augenblick, Frau Bachmann. Ich will die Sache jetzt endlich erledigt haben. Ja, aber jemand muss Ihnen doch die Leiter haben. Frau Abächerli, Moment, Frau Bachmann. Frau Abächerli, dann gehen Sie halt noch mal aufs Dach rauf, die Unterlagen hier holen. Und Sie? Sie bleiben da. In Ihrem Zustand können Sie sicher nicht auf das Dach.
dann gehe ich mit. Und Sie beide, Sie gehen mir dann gar nie aneinander essen. Ist das klar? Ja, ja. Wir warten da unten. Mit angehaltenen Armen und offenem Schnauf. Ja, dir so. Nach Ihnen, Frau Schöbeli-Nordal. Papa Bächeli, jetzt hopp aufs Dach. Hey, dir hilft im Fall niemand. Die Frau, die bringt uns neue Kiste. Hey, leg die Perücke sofort wieder an. Nein, sicher nicht. Jetzt ist fertig, Kasper. Die kann jeden Moment wieder oben runterkommen. Das ist mir noch einmal gleich. Leg sie an. Wieso drehst du Frauenkleider? Frau Bachmann weiss im Fall, warum sie Frauenkleider und Perücken tragen. Wir machen nur ein bisschen Seich. Ich habe im Fall herausgefunden, was er hinter meinem Rücken treibt. Was? Scheiße! Der wartet, bis ich arbeite. Dann legt er hier die Lümpen an und treiben sie vor dem Schlafzimmerspiegel. Pfui, kann ich da nur sagen. Nee. Ja, genau so ist es. Was? Nein, sicher nicht. Und der Onkel Notti, gerade auch noch. Ich hätte es gerade vorhin zugegeben. Ja, ja, in diesem Fall auch. Aber dass der Benni noch da drin nie hast müssen ziehen. Moment, Moment. Also, ich habe ja mit dieser ganzen Geschichte gar nichts zu tun. Aber gar nichts. Stehst du in diesen Lümpen und wagst es auch noch zu lügen? Nelly, also ich glaube, jetzt musst du dich wirklich auf einen ziemlichen Schock vorbereiten. Noch einen? Nein, Benni, sag es nicht! Mal gut. Nelly, los. Seit 2 Jahren hat die Kurt die Krankenkasse, die IV, Sozialamt und weiss der Gucker was für Institutionen noch nach Strich und Faden systematisch beschissen. Und jetzt gerade vorhin hat er mich dazu gezwungen, das Zeug hier anzulegen und in deinem Namen einen gefälschten Antrag zu unterschreiben. Also wenn ich das Märli höre, dann ist mir ja die Worte noch lieber. Ja, genau! Benni, gib's doch endlich zu! So, das Dormi! Was ist denn passiert? Der Wind hat das Dachfenster zugeschlagen und Frau Abächer rausgesperrt. In dem Fall muss das der transsexuelle Onkel sein. Absitzen! Haben Sie sich am Blitz ableiten! Frau Bachmann, ich befürchte, Sie hat Ihnen ein paar Ziegel kaputt gemacht. Ja, no, ein Dachschaden mehr. Frau Bachmann? Ja? Ich habe nicht mit Ihnen geredet. Natürlich haben Sie mit mir geredet. Ich habe mit der Frau Bachmann geredet. Frau Bachmann? Ja. Frau Bachmann? Ja, ja. Sie hat also ganz sicher mit Ihnen geredet. Du und der Bachmann, hä? Herr Benni? Benni? Sehr richtig. Das ist der Benni Appenzeller. Unser Untermieter. Ja, nein! Jetzt sag auch so etwas. Du heiliges Verdienen. Sie machen nur ein bisschen Seich. Der Mann hat sich also verkleidet, um Frau Bachmann zu spielen. Ich vermute, das geht schon 2 Jahre so. Gut. Schon 2 Jahre? Kurt? Du hast ja nur können. Kurt? Genau, das ist der Kurt Bachmann. Mein Mann. Aha. Jetzt könnte es dann langsam aufgehen. Mehr nicht mehr. Ich habe gemeint, der Kurt Bachmann sei gestorben. Ja, wisst ihr, das ist so. Kurt? Was geht da vor? Das dürfte wohl klar sein, Frau Bachmann. Wir rufen sofort die Polizei an. Nein, nicht an die Polizei, bitte. Oh, du Mietrost. Wie bitte? Abhocken. Frau Bachmann, Ihr Mann
hat 2 Jahre lang ihren Untermieter missbraucht, zu strafbaren Handlungen. Nein, das ist zu viel für mich. Nein, jetzt ist genug. Frau Bachmann! Abhocken! Abhocken! Oh, nein! Aber sicher nicht mehr! Fertig mit Abhocken! Nein! Und noch einmal nein! Er ist im Fall nur für uns ein. Weißt du, was jeder zu flicken? Man hört es. Herr Bachmann, Herr Appenzeller, das Spiel ist aus. In den Akten von der Frau Abächli hat es genügend Beweis, um sie beide für 10 Jahre lang hinter Schloss und Regeln zu bringen. Kurt, von wo redet ihr? Nelly. Ich wollte doch nicht, wollen, dass das alles passiert. Was passiert? Ja, eben. Ich habe ihn so. Komm, Benni, hör auf. Ich gebe ihn auf. Nein, Kurt, ich habe keine Beweise mehr. Ich muss. Dann kommst du halt in die Kiste. Also, eins möchte ich von allem Anfang an gerade ganz klar festhalten. Das Ganze war ganz alleine meine Idee gewesen, Frau Zöbeli Martaler. Wo heute Morgen eure Frau Abächerli auftaucht ist, da habe ich meinen Onkel Glotti und meinen jungen Mieter, der Benni Appenzeller, dazu gezwungen, mir mitzuhelfen. Die beiden die sind absolut unschuldig. Wie der unfair feststellt, ist der Benni Appenzeller nicht gestorben. Er ist auch nicht verheiratet und auch nicht Holzfäller. Hier innen, da hat auch niemand Diphtherie oder sonst irgendeine ansteckende Krankheit. Es gibt auch keine Rolf Merki mit Gicht und auch keine ohne Gicht. Es gibt weder Witwe noch Waisen noch Stief oder Pflegeeltern. Nelly, vor 2 Jahren habe ich meine Stelle verloren. Und seitdem habe ich jegliche Sozialeinrichtungen nach Strich und Faden beschissen. Frau Zöbeli, Martaler. Jeder einzelne Antrag, der über euer Amt gelaufen ist, habe ich von A bis Z erfunden, erstunken und erlogen. Aber das Schlimmste daran war noch, dass ich dich, Nelly, dabei auch anlügen musste. Ich hoffe, du wirst irgendeinen Weg finden, mir zu vergeben. Ach gut, solange du mich nur gern hast, dann bin ich doch immer für dich da. Ob mit oder ohne Job. Oh, Nelly. Das könnte länger gehen. So. Frau Zöbeli Martaler, jetzt ist es soweit. Ich bin bereit, Konsequenzen in voller Härte zu tragen. Sie meinen also, Sie kennen jeden Trick, um unser System zu unterlaufen, zu bescheissen? Ja, aber schon sicher. Und dann auch noch ein paar mehr. Also, das heisst, ich bekenne mich schuldig und hoffe auf mildernde Umstände.
Im Gefängnis würden Sie ja nur Ihr Talent vergeuden, Herr Bachmann. Ja. Ja, jeder muss irgendeinmal zahlen. Ja, Moment. Kein Wort über die Vorfälle hier in diesem Haus. Wenn die Presse dahinter kommt, ist unser Sozialstaat in seinen Grundfesten erschüttert. Ja, keine Anzeige. Im Gegenteil. Sie sind der Mann, den wir schon lange suchen. Einer, der unseren Problemfällen auf die Schliche kommt. Sie können am Montag Ihren Dienst antreten. Kurt? Du? Er? Ich? Ja, Sie, Herr Bachmann. Tja, gratuliere. Wieder ein Schlaufe mehr, der als Beamter Karriere macht. Also, am Montag um 8 Uhr auf meinem Büro. Ja, ich werde pünktlich dort sein, Frau Zöbeli. Martha!